Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Jump League. Ich weiß nicht, wie lange ich das hier schon nicht mehr gespielt habe. Ich glaube, mein erstes Minecraft-Video war damals sogar Jump League hier. Das ist zumindest das letzte Minecraft-Video, was man sich noch angucken kann, was nicht auf privat steht. Aber egal, das ist heute nicht das Thema. Und zwar geht es, wie ihr schon am Titel seht, um meine Minecraft-Skin, ja? Dieser wunderhübsche Skin, der mich so lange durch Minecraft begleitet. Aber ich glaube, es ist langsam Zeit für einen neuen Skin. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das jemals in meinem Leben sage. Eigentlich wollte ich immer mit diesem Skin spielen. Ja, ich meine, dieser Skin, der ist so hässlich, dass er schon wieder hübsch ist. Ich meine, guckt euch den an. Der ist so hübsch, und wenn bei YouTuber versus Zuschauer jemand verliert, dann muss er diesen Skin ja manchmal mit reinnehmen, und dann ist es auch eine richtige Bestrafung. Wenn ich jetzt einen hübschen Skin hätte, dann wäre das ja gar keine Bestrafung, ne? Aber egal, wir kommen mal direkt zum Thema. Und zwar erstmal könnt ihr jetzt oben rechts abstimmen, findet ich sollte einen neuen Skin in Minecraft reinpacken oder nicht. Wenn jetzt die meisten sagen so, nee, Ryan, lass den Skin drin, vielleicht lasse ich den dann, aber ich glaube, die meisten von euch sind wahrscheinlich auch für den neuen Skin. Zumindest werden mir auch schon öfter von Zuschauern Skins erstellt, die mir dann geschickt, und die sagen dann einfach so, hier, nimm doch den. Ich habe dir den einfach so erstellt aus Langeweile, mit dem könntest du doch spielen. Aber da war bis jetzt noch nichts dabei, was mich so richtig überzeugt hat. So, die Sache ist jetzt, Freunde, ich möchte schon länger einen neuen Skin haben. Ich hatte damals mit Nero gesprochen und sie wollte mir erst einen Skin pixeln. Allerdings gab es da ein paar gesundheitliche Probleme bei ihr, und deswegen, ja, kann sie mir momentan keinen Skin machen. Und das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, und ich dachte erst so, okay, dann spiele ich erst noch mit dem Skin. Aber ich habe schon ein paar Mal früher in Streams angekündigt, dass ich bald einen neuen Skin haben werde und sowas. Und jetzt ist es nie dazu gekommen. Deswegen, Freunde, ich dachte, wir machen das Ganze mal so wie damals mit dem Texture Pack ja auch. Ich beschreibe euch jetzt ungefähr, was ich mir vorgestellt habe bei dem Skin. Und wenn dann jemand von euch Bock hat und Zeit hat, dann könnt ihr gerne den Skin pixeln. Und dann gucken wir uns einfach mal alle Skins in dem Video an, ja. Das heißt, ihr könnt als Zuschauer gerne, falls ihr Lust habt, jetzt einen hübschen Skin für mich pixeln. Und irgendeinen werde ich mir dann davon hoffentlich auswählen, falls die nicht alle noch hässlicher sind als mein Skin jetzt gerade. Und dann haben wir bald einen neuen Skin in Minecraft, Leute. Also vielleicht. Wir gucken uns hier dann alle in einem Video an. Ich würde sagen, wir machen das bis... Ach, wie lange braucht man denn, um so einen Skin zu pixeln? Komm, wir lassen uns mal Zeit. Sagen wir... Ich muss gleich mal in den Kalender gucken. 3 Wochen? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe erst überlegt, bis Ende des Monats. Das müsste eigentlich passen. Doch, komm, wir sagen, am 1. Februar gucke ich mir dann die Skins an, die mir geschickt wurden. Und dann in einem Video. Und dann suchen wir uns da einen raus. Oder am 2. Februar. Also am 1. Februar ist dann einfach Einsendeschluss, würde ich sagen. Und zwar machen wir das Ganze jetzt so. Ihr könnt mir die Skins, wobei ich beschreibe erstmal, was ich ungefähr für einen Skin haben will, und dann sage ich, wie ihr mir den schicken könnt. Ich glaube, das ist smarter. Und zwar ist es eigentlich ziemlich simpel. Ich habe gar nicht die größten Vorstellungen. Und zwar möchte ich einfach nur, hier muss ich wieder runter. Ich habe einfach nur überlegt, man könnte so eine Schokolade als Skin machen. Das heißt, ich bin zum Beispiel irgendwie eine Schokoladentafel, und dann möchte ich irgendein cooles, lustiges Gesicht haben bei meinem Skin. Ja, irgend so ein verrücktes, lustiges Gesicht, dass man sich das anguckt und schon so denkt, okay, alles klar, oder das halt lustig findet. Irgendein richtig verrücktes Gesicht, ja, irgendein richtig verrückter Gesichtsausdruck, nicht so wie der hier, das ist jetzt im Prinzip der schwarze Minecraft-Steve gefühlt einfach nur, genau, sowas ungefähr, und dann wäre es natürlich cool, wenn man vielleicht das T-Shirt irgendwie ein bisschen übernehmen könnte sogar bei der Schokoladentafel, sodass die zum Beispiel, die Schokoladentafel ist so zur Hälfte noch eingepackt und dann die obere Hälfte ist ausgepackt, und die, diese Verpackung von der Schokoladentafel könnte dann ja so ein bisschen mein T-Shirt, was ich jetzt gerade noch anhabe, sein, von mir aus auch in einer anderen Farbe, rot oder so, ist... Egal, die Farbe ist eigentlich relativ egal, einfach worauf ihr Bock habt, könnt ihr ein bisschen rumtesten. Man könnte auch noch R und C vielleicht sogar mit drauf schreiben, falls das irgendwie passt, muss mal gucken, muss aber nicht unbedingt sein. Wie gesagt, das Wichtigste ist einfach nur irgendeine Schokoladentafel, die halb ausgepackt ist, mit einem richtig lustigen, verrückten Gesichtsausdruck. Ich glaube, man kann ja in Minecraft sogar inzwischen bei den Skins so 2 Layer machen, dass man teilweise auch was ausziehen kann und so. Also, dass ich jetzt zum Beispiel ein 2. Layer mache mit einem Pullover, und das Layer ziehe ich dann aus. Sowas könnte man vielleicht bei der Schokoladentafel auch mit einbauen, müsst ihr aber nicht machen. Aber da könnt ihr euren kreativen Gedanken freien Lauf lassen, Freunde. Und das Ganze könnt ihr mir dann einfach über, am einfachsten ist natürlich über Insta oder Twitter. Über Twitter kann man einfach den Bild direkt reinziehen. Bei Insta müsstet ihr das vorher irgendwo anders hochgeladen haben und mir dann eine Direktnachricht schicken. Falls ihr keine Insta oder Twitter habt, aber einen Skin erstellen möchtet, könnt ihr einfach unter diesem Video hier einen Kommentar da lassen mit irgendwie, hey Ryan, ich habe einen Skin erstellt jetzt für dich. Warte, ach, da musste ich hin. Ich habe einen Skin erstellt für dich, habe aber keine Insta oder Twitter. Kannst du mir deine E-Mail-Adresse geben oder so? Und dann schicke ich euch einfach irgendeine E-Mail-Adresse. Oder wenn ich es nicht vergesse, dann packe ich hier einfach mal in die Beschreibung eine E-Mail-Adresse, an die ihr auch Skins schicken könnt. Da stelle ich einfach extra eine für oder so. Und dann kann man das
so machen. Genau, dann, ich glaube, es ist alles gesagt, oder? Bis zum 1. Februar kann man Skins mir schicken, über Insta oder Twitter. Viel wichtiger noch. Falls ihr mir die über Insta oder Twitter schickt, dann schreibt auch einen Kommentar, ja? Also, wenn ihr jetzt mir einen Skin geschickt habt, bei Insta oder Twitter, dann schreibt bitte noch hier in die Kommentare, dass ihr mir das geschickt habt. Und vielleicht auch noch, falls euch das nicht stört, euren Nutzernamen hier mit reinschreiben. Dann also irgendwie sowas wie, yo, Ryan, ich habe den Skin geschickt auf Insta. Kannst du mal nachgucken, ich heiße da so und so. Weil ich kriege natürlich noch mehrere Nachrichten auf Insta und ich kriege das dann nicht unbedingt direkt mit. Aber wenn ihr noch einen Kommentar dazu schreibt, dann sehe ich das auf jeden Fall. Oder halt einfach per E-Mail-Adresse. Ich werde extra eine E-Mail-Adresse, denke ich mal, erstellen. Das ist ganz gut. So, das Video ist jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander gewesen. Aber ich glaube, ich habe das ganz okay noch erklärt, oder? Mit dem Skin. Also einfach pixeln, wer Bock hat, ne? Alle Skins gucken wir uns dann, wie gesagt, in einem Video an, jeden einzelnen. Also, es sei denn, da ist jetzt irgendwas mit dabei, was halt, keine Ahnung, wenn ihr mir jetzt einen random Skin schickt, der, weiß ich nicht, Shrek darstellt oder so, dann gucken wir uns den natürlich nicht mit an, weil wir wollen einfach ein Schokoladenmonster haben. Das ist im Prinzip das einzige Thema, Leute. Schokoladenmonster. So, man kennt es. Schoko-Freunde, dann wollen wir ein Schokoladenmonster als Skin haben. Das war's. Mehr nicht. Ich will nur einen coolen Schokoladenmonster-Skin haben. Mit einem schönen, verrückten Gesichtsausdruck. Das sind die einzigen Kriterien. Ich habe das jetzt 10.000 Mal wiederholt, Freunde. In Jump League verkacke ich gerade leider komplett. Aber egal. Mache ich gleich noch eine Runde? Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht machen wir gleich noch eine PvP-Runde. Mal gucken, je nachdem, wie ich mich jetzt noch anstelle. Ich habe jetzt auch nicht den besten Stuff. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Bin gespannt, ob ein paar von euch wirklich Bock haben, da überhaupt mitzumachen. Vielleicht kriege ich auch 0 Einsendungen. Vielleicht hat auch keiner Lust mehr, Skin zu pixeln. Ist natürlich auch nicht schlimm, weil, wie gesagt, ich kann euch ja nicht versprechen, dass ich den nachher nehme, ne? Deswegen, wäre halt mega nett von euch, weil ich bin jetzt nicht der Beste im Skin-Pixeln. Ich meine, guckt euch meinen Skin an. Was war das denn für ein Hit gerade? Genau, guckt euch meinen Skin an, meinen guten. Oh, ich bin tot, oder? Habe ich Pfeile? Ich habe keine Pfeile, Leute. Der sieht halt so aus, der Skin, der ist halt nicht wirklich gut. Wobei man zu meiner Verteidigung sagen muss, das war mein allererster Minecraft-Skin. Den habe ich damals gepixelt vor mehreren Jahren. Und da habe ich wirklich nur den Steve-Skin genommen. Hier oben sind auch immer, warte mal, hier sieht man noch so ein bisschen was vom Steve-Skin, das Türkise. Das wird mir auch immer wieder gesagt, das weiß ich, Leute. Aber das bleibt damit Absicht, das ist lustig. Okay, das ist der Joke. Okay, wir machen noch eine PvP-Runde wenigstens. Okay, komm, wir nehmen den Jump-Run-Part auch nochmal mit rein, ja. Weil da habe ich gerade irgendwie ein bisschen verkackt. Hier muss ich gar nicht lang, ich glaube, ich muss hier hoch. Jump League finde ich auch schwierig. Ich spiele halt gefühlt nie Jump League, immer nur Lucky Race, weil das finde ich tausendmal einfacher. Da komme ich auch eigentlich immer ins Ziel. Jump League war ich gefühlt zweimal in meinem Leben ins Ziel. Das ist hier noch immer ein Erfolgserlebnis für mich. Wenn ich hier ins Ziel komme, ist es immer richtig krass. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erklärt, was den Skin angeht. Ich nehme das jetzt einfach so spontan auf und dachte mir so, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Wird mal Zeit. Ich habe das jetzt lang genug aufgeschoben hier mit dem Skin. Ich fasse einfach nochmal alles zusammen, Freunde. Während ich mal das erkläre mit dem Skin, kommt mir das immer so vor, als ob ich das komplett unstrukturiert mache und man nachher gar nicht checkt, was ich möchte. Und während ich schneide und mir das angucke, denke ich mir dann so, Ryan, du wiederholst deine Sachen 5-mal, alle haben es verstanden, wieso machst du das nochmal? Aber ich muss es machen, ich habe Angst, dass es sonst jemand nicht versteht. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die auch einfach in die Kommentare schreiben, ja? Falls ihr jetzt irgendwas vergessen habt zu beantworten, einfach in die Kommentare schreiben. Ihr müsst euch auch gar keine Sorgen machen, wenn das Video hier schon älter ist und ihr einen Kommentar schreibt, ich kriege das trotzdem noch mit, okay? Solange das keine Antwort auf einen Kommentar ist, sondern ein neuer Kommentar, dann sehe ich das sowieso in meinem Dashboard als neuen Kommentar. Antworten kriegt man manchmal nicht mit. Aber gut, so. Der Skin, den ich haben möchte, soll einfach ein verrücktes Schokomonster sein mit einem coolen, lustigen, verrückten Gesichtsausdruck. Da könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen. Den Skin schickt ihr mir über Insta oder Twitter. Da heiße ich bei beidem Ryan X Cole. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. Oder ihr schickt mir den per Mail. Die E-Mail-Adresse schreibe ich auch gleich in die Kommentare oder ist ansonsten auch in der Beschreibung verlinkt. Da werde ich extra eine einfach für erstellen. Und das war's. Nee, bis zum 1. Februar habt ihr Zeit. Das war's. Ich fühle mich so, als ob ich irgendwas Krasses. Das klingt so bis zum 1. Februar habt ihr Zeit, als ob irgendwie so eine heftige Bewerbung für irgendwas wäre. Dabei tut ihr mir eigentlich nur einen Gefallen, wenn ihr mir einen Skin pixelt. Deswegen, Ehrenmänner, Leute, Ehrenmänner und Ehrenfrauen, müsst ihr natürlich nicht machen. Aber wie gesagt, wer Bock hat, Zeit und Langeweile oder sonst was, der darf das gerne mal machen. Weil ich weiß sonst nicht, wen man da fragen kann für Skins, Leute. Weil wenn ich wieder einen pixel, sieht der vielleicht so aus. Ich meine, ich könnte mich da vielleicht auch hinsetzen. Vielleicht kriege ich auch was Cooles hin. So, man weiß es nicht. Aber vielleicht ist jemand von euch ja auch schon so krass und kriegt auch coole Skins hin. Ich meine, guckt euch dieses Text
Texture Pack an. Das hat auch ein Zuschauer erstellt. Der gute alte Coasty oder Titanock. Grüße gehen nochmal raus an dich. Ich weiß gar nicht, ob er meine Videos noch guckt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ab und zu ist er immer noch mit am Start. Aber dieses TP hier zum Beispiel ist auch ultra sexy geworden so. Und ich meine, wenn ihr solche sexy TPs schon erstellen könnt, ja, dann könnt ihr bestimmt auch sexy Skins erstellen, weil ich kann beides nicht. So, das wäre dann die komplette Katastrophe. So, und jetzt das Einzige, was wir jetzt noch gucken müssen, ist, dass ich hier beim Jump'n'Run hoffentlich nicht komplett verkacke. Als ob der schon wieder am Ziel ist. Was sind denn für Suchtis hier mit am Start? Junge, ich bin bei Modul 6. Ich bin beides mal nur bis Modul 6 gekommen. Das kann ja nicht sein. Ja gut, wahrscheinlich sterbe ich dann jetzt direkt wieder. Aber egal, es war ja nur so gesehen ein kleines Infovideo. Ich wollte das nur irgendwie rausbringen hier mit dem Skin. Oh, mir fehlt ein Eisen. Dann hätte ich ein Eisenschwert. Das wäre richtig stark jetzt noch. Ja, ich habe auch gar nichts an Eisenrüstung. Nur Kette. Aber egal, wir müssen es nur vor diesem Typen fernhalten, der Decke heißt. Ja, der ist da unten, glaube ich, irgendwo und rasiert gerade alle komplett. Da habe ich nicht so Bock drauf, Freunde. Und ihr dürft natürlich, wie ich das vorhin auch schon meinte, oben rechts abstimmen, ob ihr überhaupt dafür seid, dass ich einen neuen Skin mit reinnehme. Ich weiß nicht. Hängt halt doch jetzt nochmal davon ab, wie die Skins werden. Wenn die Skins jetzt nicht überzeugen, dann bleiben wir vielleicht erstmal bei dem hier. Ansonsten gucke ich mir die auf jeden Fall an. So. Also mich interessiert jetzt nur, wie die Leute halt... Was ihr denkt, neuer Skin? Oder ist der Skin hier so lustig, dass man den drin lassen sollte? Aber ich persönlich bin auf jeden Fall teilweise für einen neuen Skin. Deswegen... Selbst wenn wir bei der Abstimmung jetzt 99% sagen, nein, Ryan, lass den alten Skin drin, dann gucken wir uns definitiv trotzdem alle neuen Skins an, die halt dann für mich erstellt werden. Junge, der Decke-Typ hier, ne, der killt die alle so schnell, dass ich gar keine Kills kriege, Leute. Jetzt hat der E-Regenerationsbuff, der wird mich auch killen. Der killt die gerade alle so schnell. Oh mein Gott, ich dachte, da wäre eine Wand. Ich dachte, der ist in der Falle. Jetzt snackst du mich von der Seite weg. Guck mal, der Decke-Typ, der... Egal. Anstatt, dass er auf den Decke-Typen geht, der halt den OP-Stuff hat. Och nee, jetzt bin ich im 1-1 gegen den. Ja, jetzt habe ich in beiden Jump-League-Runden einen Kill gemacht und das war's dann so. Wisst ihr, ich habe gerade einen Kill gemacht und jetzt habe ich gerade, also in der letzten Runde, jetzt habe ich gerade auch noch einen Kill gemacht und jetzt wird Decke mich komplett zerstören. Ich merke das doch schon. Komme ich irgendwo da... Ah, der wird mich hier runterkicken. Komme ich irgendwo schnell hoch? Da ist eine Leiter, das bringt mir nichts, weil er würde mich runterkicken. Ja, belastende Jump-League-Runden auf jeden Fall. Vielleicht hätte ich Lucky Race spielen sollen, hatte ich auch erst drüber nachgedacht, aber ich glaube, Lucky Race könnte man vielleicht demnächst mal wieder eine Challenge machen. Ich hab auch erst überlegt, ob wir Bad Wars oder Skywars spielen, aber ich dachte, komm, wir spielen so viel Bad Wars und Skywars in letzter Zeit, da machen wir jetzt einmal eine Ausnahme und spielen was anderes. So, Decke, jetzt war's das mit dir. Okay, jetzt rennt er weg. Decke, ich möchte dich nur einmal killen. Okay, du hast eh 4 Leben, sehe ich. Wieso hast du 4 Leben? Nee, 3 Leben, da steht einfach... Ich weiß gar nicht, wieso da 4 steht ganz rechts. Aber er hat 3 Leben. Du hast eh 3 Leben. Auch jetzt, wisst ihr, der Typ, ne? Der hat Dia-Schuhe und alles. Den spielt er noch so safe, dass er hier hochgeht und mich jetzt immer runterkicken will. Oder? Ja. So, was ist das denn? Warum? Der will noch so spielen, dass ich schön viel Fallschaden kassiere. Dabei killt er mich doch auch so easy. Verstehe ich nicht. Egal. Da gehen wir direkt raus. Ich würde sagen, Freunde, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, obwohl das jetzt ein bisschen chaotisch war von den Runden her, aber war ja nur ein Infovideo, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Bin sehr gespannt auf die Skins auf jeden Fall, die ich da dann bekommen werde, falls ich überhaupt irgendwelche Einsendungen bekomme. Man weiß es natürlich nicht. Und das gucken wir uns erst in 3 Wochen oder so an, ne? Ne, das sind ja, sind das noch 2 Wochen? Ne, es sind ja nur noch 2 Wochen fast, oder? Warte mal. Am 1. Februar, ah ja, ist ja egal. 1. Februar halt. 2 Wochen, das dauert trotzdem noch so lange. Ich hätte am liebsten gestern schon einen neuen Skin. Aber gut, ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.